Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir den Tunnel da oben gesprengt mit dem coolen C4, was wir gefunden haben. Was jetzt bedeutet, dass wir weiterfahren können mit dem Zug. Wir machen bloß noch die allerletzten schönen Gänge hier leer. Gucken uns den ganzen Spaß hier noch an, was alles noch so da ist. Und dann machen wir hoch zum Zug. Und dann fahren wir weiter. Also wirklich, die haben die jetzt jedes Mal so richtig fies. Ach nein, ein Kotzi, ich will kein... Nein, ach Mist. Das kostet immer so unnötig Zeit, wenn wir warten müssen. Bis diese schöne Duftwolke hier verschwunden ist. Okay, noch eine Granate. Müssten wir langsam auch mal wieder... Ui, was denn das? Okay, müssten wir langsam auch mal wieder einsetzen, die Dinger. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder hier vorne rauskommen. Ja, okay. Also, haben wir auch. Dann können wir wieder hier lang. Hier sind wir ja vorne lang gelaufen. Also sind wir durch mit dem Labyrinth. Und können jetzt hoch zum Zug. Lasst uns mal noch schnell was trinken und was essen. Wir haben schon wieder ganz schön verloren hier an Wasser und an Nahrung. Warum lebt denn da? Und er lebt wieder, ne? Ab und zu steht immer mal wieder einer auf. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, beruhig dich da vorne. Ich komme gleich zu dir. Ja, da haben wir noch einen hinter uns. Nö. Ist doch gut. Noch einer. Zwei sogar. Du hast noch einen Kumpel gefunden. Ist doch schön. Bist du nicht so allein in dem Tunnel. Weil die haben ja nicht mal eine Taschenlampe, die Zombies, ne? Also da hätte ich schon ein bisschen Angst, die ganze Zeit hier ohne Taschenlampe rumzustehen, aber Zombies haben anscheinend keine Angst. Warum auch? Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Sind wir doch vorne nicht lang, oder? Wir sind doch direkt beim Zug oben raus. Ach nein, okay, wir sind hier lang. Ich nehme alles zurück. So viele Tunnelgänge, Wege, die man hier sieht. Müsst ihr es mir verzeihen. Na, hier war bloß der Waffenraum, ne? Hier hinten ging es dann weiter, genau. Ja, da müsst ihr es mir verzeihen, wenn ich mal die Orientierung verliere. Aber ich muss sagen, also für meine Fähigkeiten in Orientierung, die ich eigentlich gar nicht habe, bin ich hier doch relativ gut durchs Tunnelsystem gekommen. Da hätte ich ganz gerne mal einen kleinen Applaus. Einfach nur dafür. Spaß. Okay, wir haben es geschafft. Sehr cool. Dann sind wir hier durch. Taschen haben wir uns, naja, nicht komplett voll gemacht, aber schon etwas. Ich habe sehr, sehr dolle Angst um unsere Schrotflinte. Die hat nicht mehr viel Leben. Die M9 mag noch gehen. Da haben wir noch die andere Pistole. Aber auch die AK, wenn die mal kaputt geht. Also ich glaube, da weine ich. Also wirklich jetzt. So lange, wie wir dafür hingearbeitet haben. Naja. Wir lassen uns überraschen, wie lange der ganze Spaß noch hält. Ja, Metall und Dings, wir packen es jetzt erstmal hier in die Schränke, weil die da hinten sind auch schon wieder voll. Wir haben ein ganz schönes Platzproblem. Wir sollten vielleicht einen kleinen A&V oder so aufmachen, wo wir Munition gegen Metall oder so tauschen. Das wäre natürlich cool, wenn man sich noch Munition herstellen könnte. Dann würde ich auch wieder mehr Metall sammeln. Ja, den Rest können wir eigentlich alles einstecken lassen. Wir müssen dann bald mal schlafen. Deswegen würde ich sagen, wir hauen uns erstmal aufs Ohr, bevor wir mit dem Zug weiterfahren. Nicht, dass der hier wieder mittendrin anfängt, die Augen zuzumachen. So, 19 Uhr. Naja, dann hauen wir uns hier mal... Obwohl, wir machen es anders. Wir haben jetzt die letzten Folgen, sind wir so viel rumgelaufen und haben die ganze Zeit nur im Dunkeln Zombies gekillt. Ich möchte euch auch mal wieder ein bisschen was anderes zeigen. Oder der Gute verdient sich ein Doppelstockbett, sagen wir es mal so. 8 Holz, 1 Metall und 4 Stoff. Nicht das. Das hier. 4 Stoff. 1 Metall. Und 8 Holz. Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und bauen dem Guten mal ein Doppelstockbett. Vielleicht kommt ja doch noch eine Frau an und fragt, ob sie mit uns schlafen kann. Und dann können wir uns nämlich gleich mal noch diesen anderen Hammer hier bauen und gucken mal, ob der cooler ist. Was brauchten wir hierfür? 3 Metall. Ja, können wir doch alles machen. Wir haben doch so viel. 3 Metall. Dann machen wir uns jetzt erstmal so einen Metallbann.
Ach, dieses ekelhafte Geräusch. Und ein Holz brauchen wir noch. Und damit haben wir tatsächlich dann alles gebaut, was das Spiel hergibt. Eventuell so eine Zwischenwand noch nicht, aber das finde ich jetzt nicht so wichtig. Jetzt gucken wir mal ganz kurz mit dem Hammer hier. Ach, Montageeffizienz 20, da gibt es anscheinend Unterschiede. Lass uns mal kurz den alten Hammer angucken. Wo habe ich denn den hin? Hier? Jetzt sehe ich, wo keine... Ah doch, eine 10. Okay, also wir können einfach schneller damit arbeiten. Können wir auch schneller damit abreißen. Weiß gar nicht, wie schnell der abgerissen hat. Ob das jetzt wirklich schneller ging oder nicht. Aber wir können uns ein schönes Doppelstockbett bauen. Jetzt die Frage, wollen wir uns hier vorne das Bett hinbauen? Und dann ziehen wir uns hier eine Zwischenwand zu den Schränken ein, dass wir hier einen getrennten Schlafbereich haben. Wir könnten den natürlich auch hier hinten bauen, den Schlafbereich. Ja, ich glaube, wir bauen den hier hinten. Wir ernten erstmal ganz schnell die Kartoffeln. Ja, ganz ehrlich, die brauchen wir hier aktuell nicht mehr wirklich. Und es geht ja auch nicht kaputt, wir können es ja jederzeit wieder bauen. Also ich glaube fast, dass wir die komplette Fläche, die wir hier haben, eher für Schränke benötigen werden, wenn das so weitergeht. Also erstmal weg damit. Ich möchte euch ja alles zeigen, was das Spiel hergibt, deswegen bauen wir halt auch nochmal so eine schöne Wand ein. Ach Mist, das können wir jetzt natürlich, obwohl wir könnten es hier natürlich hier davor bauen, da können wir schön aus dem Fenster gucken beim Schlafen. Ach, ich glaube, das machen wir. Auch wenn es vielleicht nicht so mega geil aussieht. Aber so ein bisschen aus dem Fenster gucken beim Schlafen ist doch was Schönes. Also nicht beim Schlafen, aber vorm Schlafen natürlich. So, 17 und zack. Ja, könnte schneller gehen, ich weiß es nicht. Wir haben noch nie ein Doppelstockbett gebaut. Aber wenn da steht, dass es eine Effizienz von 20 hat. Ach wie, ich kann mir nicht mal aussuchen, ob ich oben oder unten schlafen will. Das finde ich natürlich nicht ganz so geil. 3% bloß noch. Lass uns mal kurz gucken. Wir hatten doch irgendwo hier die Wände, genau. Einmal das und dreimal das. Dann machen wir uns das einmal hier. Groß ist denn der? Okay, ist genau so groß, der Spaß. Gleich dahinter? Ah, anders lässt das uns eh nicht machen. Na, dann machen wir es so. Bauen uns hier noch eine schöne Wand mit rein. Wie sieht's aus? Ach, sieht doch ganz gut aus, ne? Können wir hier reingehen. Können in Ruhe schlafen. Wir können leider nicht die Tür zumachen. Das ist nicht machbar. Was sind das jetzt für Wände? Wie groß sind die? Ich kann es nicht rotaten. Ich drücke Q oder Z, aber es passiert einfach nichts. Okay. Also wir könnten uns jetzt hier die Schränke so einbauen, aber das bringt uns ja gar nichts. Und rotaten lässt das uns leider nicht. Ich probiere es die ganze Zeit, aber geht nicht. Macht er nicht. Ja, also für so macht es wenig Sinn. Finde ich, jetzt hier was zu bauen. Nö, dann lassen wir es. Okay. Lasst uns schlafen gehen, genug Zeit vertrödelt. Wir schlafen, ja, lasst uns 9 Stunden schlafen. Damit wir auch gut ausgeruht in die nächste oder in den nächsten Abschnitt des Spiels starten können. Ach, schön. Eine Runde geschlafen. Ja, so schlimm finde ich es gar nicht. Ich nehme alles zurück, was ich gegen die Wände gesagt habe. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Ach, und es passt schon wieder nicht hier rein. Passt das da rein? Okay, dann packen wir es hier hinein. Gut, die 3 Wände noch. Passen natürlich auch nicht mehr rein. Und guck mal, hier haben wir plus 27 von 80 Kilo. Und wir haben ja noch 300 Pistolenmunition und... Wahnsinn! Ich dachte die ganze Zeit, wir haben Munitionsknappheit. Haben wir gar nicht. Dann lasst uns hier mal noch 41 reinpacken, dann haben wir wieder 100 Schuss in der Pistole. Nur Schrotflinte wird bald knapp. 5 Granaten brauche ich im Leben nicht. Obwohl... Ah, ich bin mal lieber vorsichtig. Können wir jetzt 5 übereinander? Ah, wir können 5 übereinander stacken. Beim letzten Mal waren es bloß 2 und da ging es dann irgendwie nicht, aber war vielleicht doch einfach nur mein Versehen. Den noch hier hin, der Hammer kann weg. Den Schlüssel lassen wir mal noch einstecken, egal, 2 Wasser. Wir trinken mal noch ein Wasser. Essen mal noch eine Dose Fisch. Schön Heringsfilet in Sahnesoße. Mm. Und dann, also nicht, ich hasse das, ich kann sowas nicht essen, ich bin eh kein Fischesser. Gerade so, wenn ich daran denke, wie die das immer aus der Dose rausholen, diesen, nee,
Ich kann nicht weiterreden, sonst muss ich das Mikrofon putzen. Weil es genauso voll ist mit dem Zeug, was die guten Frauen hier immer auf uns werfen. Wir nehmen noch 4 Wasser mit und dann haben wir immer noch gut gerüstet. Wir laufen ja so oder so nicht, wir fahren ja erstmal ein Stück, aber trotzdem, vielleicht passiert ja was ganz Merkwürdiges. Okay, Engine an, Gang ist drin. Ich würde den Schub aber tatsächlich mal runternehmen auf 30% ungefähr und Bremse aus, damit wir hier erstmal in Ruhe gucken, wo wir hier überhaupt hinfahren. Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Doch hier stand die Mauer und von dort sind wir rausgekommen, ne? Genau, dann wird das Stück gelaufen. Ja, passt alles. Mal gucken, hoffen... Okay, das war nur das Fass. Mann, ich bin gerade richtig erschrocken. Mal gucken, was jetzt Schönes kommt. Also ich würde mich freuen, wenn wir aus dem Tunnel rauskommen und vielleicht eine Stadt finden, die von Zombies befreit ist. Glaube ich aber fast nicht dran. Ansonsten, ja, weiß nicht. Hauptsache mal ein paar Freunde treffen. Das wäre was sehr, sehr Schönes. Okay, ich hätte vielleicht etwas schneller fahren können, aber egal. Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Ich habe halt Angst, dass dann wirklich auf einmal Ende ist. Na gut, ich laufe doch zurück. Ich möchte euch nicht langweilen. Und ich finde es auch selber etwas langweilig. Wir gehen mal auf 55% hoch. Oh, ist da vorne schon wieder Ende? Nee, geht nur um die Kurve, ne? Ja, geht nur um die Kurve. Also ich bin jetzt erstmal froh, dass hier nicht noch 10 Seiteneingänge gekommen sind, die wir alle hätten durchgucken müssen. Aber ich vermute fast, dass wir vielleicht wirklich aus dem Tunnel rauskommen. Das wäre natürlich mega geil. Richtig fies wäre natürlich direkt nach so einer Kurve dann einfach eine Wand, sodass wir es nicht schaffen zurückzurennen und dagegen fahren. Wo ich bis heute nicht weiß, was passiert, wenn wir... Moment. Wir kommen aus dem Tunnel raus. Jawohl. Sehr schön. Ach. Ah, da vorne ist Stein. Große blockierte. Warte. Ah, ich muss erstmal. Bremsen. Brems. Engine aus. So. Große blockierte der Entwickler nur die Art und Weise, mit Steinen Fortschritte auf dem Grundstück zu begrenzen. Also, damit haben sie die Übersetzung auf jeden Fall getoppt. Es sollte wahrscheinlich. Es soll so viel heißen wie: Es geht nicht weiter und der Entwickler hat einfach alles mit Steinen begrenzt. Schön. Große blockierte der Entwickler nur die Art und Weise, mit seinen Fortschritten auf dem Grundstück zu begrenzen. Ich fühle mich, dass in der gesamten Entwicklung der Handlung verfolgen wird. Okay, also es kommen immer wieder Steine und die Steine sagen uns, hier ist nicht mehr viel, mein Freund. Ich würde sagen, wir laufen einfach nochmal ein kleines Stück nach vorne. Und da wird dann wahrscheinlich wieder eine unsichtbare Wand kommen. Und unser Zug leuchtet gar nicht mehr zu uns, weil er hinter dem Stein ist. Ist natürlich etwas schade. Also die Zugstrecke geht schon noch weiter. Ja, also ich laufe jetzt erstmal ein Stück. Das möchte ich natürlich sehen, ob wir wirklich auf eine unsichtbare Wand kommen. Oder vielleicht schon ein paar Einblicke erhalten, wie es dann weitergehen wird. Also erstmal schade, dass wir immer noch keine Freunde getroffen haben. Ich dachte tatsächlich im Tunnelsystem, dass wir das erste Mal auf menschliche Lebewesen treffen. Aber es ist nicht passiert. Mal gucken, ob jetzt hier hinten die unsichtbare Wand kommt. Ganz zu Ende sind wir natürlich noch nicht, denn wir hatten den einen Weg noch, der, glaube ich, nach dem Fischerdorf kam. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, nach dem Fischerdorf kam ja noch so ein kleiner Weg, den ich mal unbedingt noch langlaufen wollte. Also da würde ich sagen, fahren wir wahrscheinlich nochmal zurück und gucken uns den an. Sprit haben wir ja mehr als genug. Ja, ich glaube fast, dass das keinen Sinn macht, hier noch sehr groß weiterzulaufen. Wir hätten auch mal ein Energy mitnehmen können. Aber ich laufe trotzdem, soweit es geht. Naja, dann gucken wir uns auf jeden Fall den kleinen Weg noch an. Ob wir dort noch eventuell an ein schönes Örtchen kommen. Und falls das nicht der Fall ist, dann wird das wohl leider erstmal das Ende von dem Let's Play sein. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang überlegt, ob wir dann die ganzen Dörfer nochmal abfahren und überall noch Gegner töten, um uns hochzuleveln. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt so viele Gegner getötet in den letzten Folgen. Wir sind so krass hochgelevelt auf Level 19, dass es halt an sich keinen Sinn mehr macht. Und wir haben auch alles gebaut, was zu bauen geht. Wir haben alles gesehen,
was man sehen kann. Deswegen wird das dann wahrscheinlich erstmal das Ende. Und sobald ein neues Update rauskommt, mache ich natürlich sehr, sehr gern weiter. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie weit dieser Weg hier noch geht. Und ob der überhaupt noch wohin führt. Es tut mir leid, falls wir jetzt hier unnötig langlaufen, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, dass ich hier natürlich gerne langlaufen will. An sich haben wir ja alles erhalten. Wir haben 2 Pistolen, wir haben 2 Schrotflinten. Wir haben erst ein Automatikgewehr. Vielleicht gibt es ja doch noch ein zweites. Eine M4 oder so. Wäre natürlich was Schönes. Aber ansonsten haben wir das doch ganz gut durchgespielt. Vor allem ohne Tod. Das ist tatsächlich so eine Sache, die mir am meisten gefällt. Ich werde euch jetzt nicht groß langweilen. Ich laufe jetzt so weit, wie es geht. Und wenn wir jetzt hier gleich wieder an so eine unsichtbare Wand kommen sollten, dann machen wir Folgenende. Und dann starte ich die nächste Folge direkt wieder im Zug vorne. Dann laufe ich den Rest zurück, ohne dass ihr euch das nochmal antun müsst. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Spannendste, hier die ganze Zeit nur blöd lang zu laufen. Aber ich möchte gern wissen, ob noch was kommt. Also die Zugstrecke ist ja anscheinend noch ordentlich weiter programmiert. Vielleicht ist es auch einfach ein Kreis und wir kommen wieder am Anfangsdorf raus. Weiß man ja alles nicht. Oh Mann, ich muss den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen. Da habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Aber naja, so ist es mit der Neugier. Ich freue mich erstmal extrem dolle, dass wir wieder an der Oberfläche sind und nicht mehr diese depressive Stimmung haben, die ganze Zeit einfach nur, ja, aufs Gemüt gedrückt hat. Sagen wir es mal so. Ich ärgere mich gerade so dolle, kein Energy mitgenommen zu haben. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es noch so weit geht. Ich dachte eigentlich, okay, wenn der dir schon sagt, der Charakter, dass hier Ende und Schicht im Schacht ist, dann kannst du wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, eine halbe Minute gerade auslaufen und dann ist Stopp. Aber dass es noch so weit geht, hätte ich nicht gedacht. Es nimmt auch tatsächlich kein Ende. Vielleicht brauchen wir bloß noch ein C4, mit dem wir die Steine da vorne wegsprengen. Ach, hört ihr dieses Vogelgezwitscher? Das ist doch wunderschön. Also jetzt bin ich langsam wirklich mal gespannt. Vielleicht kommt ja doch noch was. Oder ist da vorne Ende von Zugstrecke? Sehe es nicht genau, wir müssen mal gucken. Aber ich glaube fast, das ist das Ende. Es sieht zumindest stark danach aus. Oh, und hier kommt die unsichtbare Wand. Wir haben tatsächlich das Ende erreicht. Na hey. Ja, okay. War leider nicht mehr so spannend jetzt hier die letzten 2 Minuten, aber ich denke, ihr könnt nachvollziehen, dass ich mir das nochmal angucken wollte, was hier passiert ist. Oder wie weit es hier noch ging. Ja, ist doch an sich ein schönes Ende gewesen. Wie gesagt, eine Folge kommt noch, da gucken wir uns den Weg vorne nochmal an. Ah, dann würde ich mich hier an der Stelle erstmal verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Wir sehen uns dann in der letzten, nächsten Folge. Gucken wir uns den Spaß ganz vorne nochmal an den kleinen Weg und dann würde ich sagen, macht's gut.